Hey Leute, was geht? Herzlich willkommen hier bei einem neuen Projekt auf meinem Kanal und zwar The Division. Ein Spiel, auf das ich mich damals wahnsinnig gefreut habe, das muss ich an dieser Stelle kurz erzählen. Wir haben ja auch damals die Beta gespielt, aber auch da hatte ich schon so ein paar Bedenken. Und diese Bedenken waren begründet. Mittlerweile ist aber das Spiel dutzende Male gepatcht worden, hat einen Haufen DLCs bekommen, neue Inhalte und. Nicht zuletzt einen großen Patch im Dezember 2017, den 1.8er. Danach haben mir alle erzählt, und auch Kritiker sagen, dass das Spiel ist wirklich gut geworden. Deswegen habe ich gedacht, schauen wir doch da nochmal rein, machen ein kleines Let's Play draus. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Dazu muss ich noch anmerken, ich mache hier eine Mini-Solo-Challenge für mich selber, weil alle gesagt haben, alleine kannst du das gar nicht spielen, das ist viel zu schwer. Na, wollen wir doch mal sehen. Ich werde immer alleine unterwegs sein, wenn es das denn möglich ist. Ohne Wenn und Aber, hier geht's jetzt los. Wenn du Bock drauf hast, hinterlass mir gerne ein Däumchen nach oben und einen netten Kommentar. Das muss ich ja mal dazu sagen. Und wenn ihr zwei Folgen sehen wollt, dann like die Scheiße hier sowieso bis zum Get-No, Alter. Aber das müsstet ihr ja auch mittlerweile schon wissen. Hier geht's los. Yay. The Division. Ich brauche bei mir zu Hause auch mal welche. Division. Sorry, der musste sein. An diesem Black Friday können Sie ausschlafen, denn... Käufer aus der ganzen Region strömen an diesem Tag. Händler nennen diesen Black Tag ihren Super Bowl. 140 Millionen. 9000 Geschäfte in der Wechseln ab Freitag Waren für viele Millionen Dollar Geschäften erwartet werden. Die Grippesaison so früh wie noch nie. Sie hat bereits begonnen. Es scheint sich um eine unbekannte Art der Grippe zu handeln. Ebenfalls eine Tatsache, die selbst Experten unvorbereitet trifft. Will nicht spekulieren, aber solch... Zurück zu den Nachrichten. Meldet als erstes Blatt einen bisher unbestätigten... Haben reichlich für den Fall eines Pockenausbruchs trainiert. Die Nationalgarde, die sich bei einem Krankenhaus in Manhattan sammelt. Keine Züge, die Brücken sind gesperrt. Hier ist Kriegsgebiet. Die Pocken sind eine echte Gefahr. Mehr Tote als durch AIDS oder Ebola. Dass es nicht genügend Impfstoff gibt, um alle... Da muss ich unterbrechen. Steht kein Grund, in Panik zu verfallen. Eine komplette amerikanische Stadt. Inzwischen das grüne Gift genannt, wurde der Central Park in ein Massengrab umgewandelt. Meldungen von Stromausfällen, Gaslecks und Bränden. Die Regierung scheint keinerlei Ressourcen. Eine weitere Nacht im Zeichen von Plünder. Die Einwohner von New York bitten eindringlich. Alle verfügbaren Einheiten. Brand an der Ecke Houston und Mehrheit mit. Unserer Ersthelfer ist entweder tot. Keinerlei Ressourcen mehr. Die behandeln uns wie Tiere. Nicht unser Job, dafür sind wir nicht aus. Krass. Als wir aktiviert wurden, wussten wir, dass die Lage schlimm ist. Weit schlimmer als bekannt. Wir sind hochtrainierte, eingebettete Elite-Agenten. Wir werden gerufen, wenn alles andere versagt. Wir haben keine Regeln und keine Grenzen. Unser Job ist, die Reste zu schützen. Wir sind Ihre Kollegen. Wir sind Ihre Nachbarn. Wir könnten auch Ihre Freunde sein. Aber werden wir gerufen? Lassen wir sofort alles zurück. Wir sind The Division. Pockenvirus also. Eine ganze amerikanische Großstadt völlig in Schutt und Asche gelegt. Also nicht das Virus, sondern was daraus resultiert. Und wir müssen schützen, was noch da ist. Erstmal fangen wir an mit einem Charakter erstellen. Schauen wir mal, was wir da so haben. Der sieht aus, als hätte er schon viele Schrecken gesehen. Aber nichts für mich. Und der entspricht mir am meisten. Ich weiß nicht, wie ihr das macht, aber ich erstelle mal irgendeinen Typen, der irgendwie so ein bisschen aussieht wie ich. Funktioniert natürlich meistens nie. So, Farbe der Iris. Ich habe ja grüne Augen, falls ihr das nicht wisst. Also grün mit ein bisschen Braun drin. Das gibt's aber meistens nie. Meistens hast du nur ganz grüne Augen. Naja. So, Haare. Schauen wir mal, ob wir hier eine anständige Frise finden können. Das sieht doch ganz schick aus. Bart, bisschen stoppelig. Bei mir, meiner ist ja weg wieder. Naja. Lange Rede. Ich will euch damit jetzt nicht langweilen. Bin aber ein bisschen angepisst.
So, Markierung. Was haben wir denn hier? Narben. Oh ja, so eine schöne... Boah, das ist... Nee. Ah, da sind schon... Sowas ist ja albern. Komm, nimm mal hier mal so eine Narbe. Warum denn nicht? Kriegsbemalung. Oh mein Gott, bitte nicht. Ein Tattoo im Gesicht? Nee, ist am Hals. Diese Maori-Tattoos, das sieht ja immer ganz cool aus. Aber ich persönlich würde mir sowas niemals machen, weil ich kein Maori bin. Ja. Tattoo-Sättigung. Machen wir mal hier auf 80. Zubehör, was haben wir denn hier? Piercings und Brillen. Also Piercing bin ich ja nicht so der Freund von. Ich finde Piercings, also jeder soll ja machen, was... Die Brille muss eigentlich sein. Jeder soll ja machen, was er will, aber ich finde Piercings grauenhaft. So, das war's. Das war's. Jo. Aktiviere Agent der Semi. Jawohl, ja. Intelligent System Analytic Computer aktiviert. Alle ISAC-Systeme sind online. Gehen Sie für den Waffencheck an der markierten Stelle in Deckung. Okay, machen wir das mal. Waffentest initialisiert. Eröffnen Sie das Feuer auf die hervorgehobenen Ziele. Primärwaffentest erfolgreich. Zur Handfeuerwaffe wechseln. Waffentest initialisiert. Eröffnen Sie das Feuer auf die hervorgehobenen Ziele. Sekundärwaffentest erfolgreich. Willkommen an Bord, Agent. Ich bin Louis Chang, Division Commander der Nordost-Sektion. Sie wurden aktiviert, weil Brooklyn gefährlich instabil geworden ist. Isaac hat uns über Ihre Fortschritte informiert. Begeben Sie sich zum nächsten Safe House für die Entgegennahme der Gesamtausrüstung. Okay. Ja, also es sieht so aus, als ob hier wirklich alles in Schutt und Asche liegt. Es ist eine Epidemie ausgebrochen, Pocken, so wie es aussieht. Und was ich jetzt dem Intro entnehmen konnte... Persist. Was ich jetzt dem Intro entnehmen konnte, ist, dass Agent, man... Ich habe die Bestätigung, dass Ihre Mitagentin Faye Law hier eingetroffen ist. Melden Sie sich bei ihr, wenn Sie reinkommen. Okay. Dass das wohl über... Geldscheine in Umlauf gebracht wurde. Am Black Friday, Alter, wo ja sowieso extrem viel Geld über die Ladentheke wandert. Gar nicht mal so dumm. Und erschreckend. Real, um ehrlich zu sein. Ich bin ja selber einer, der im Einzelhandel arbeitet und ich weiß, was am Black Friday selbst in Deutschland los ist. Weil das schwappt ja hier alles so rüber, genauso wie Halloween und so, ist ja auch alles... nach Deutschland rübergeschwappt mittlerweile. Das sieht schon extrem krass aus. Jetzt wollen wir erstmal gucken, dass wir hier irgendwie irgendwo reinkommen. Ich weiß nicht, ob man eine Waffe holstern kann. Nee, aber zuhauen kann ich. Ja, wie immer gilt, wenn ihr mehr davon sehen wollt, hinterlasst mir ein Däumchen nach oben und einen netten Kommentar. Wir werden auf jeden Fall... hier die Hauptstory einmal durchspielen. Ich habe auch die ganzen DLCs und so, falls ihr da drauf Bock habt. Mal gucken. Mal gucken, mal gucken. Shelter Inside. Laut Aufzeichnungen ist dieser Bereich sicher. Laut Aufzeichnung. Okay, hier geht's aber auch nicht weiter. Ne, hier sind natürlich auch andere Spieler unterwegs, aber wie am Anfang gesagt, wir machen ja hier so eine Mini-Solo-Challenge, weil alle gesagt haben, das ist sonst, das ist zu schwer, das kannst nicht alleine. Na, dann wollen wir aber mal sehen. Hier war ein Ausstattungshändler. Eine bessere Auswahl finden Sie nirgendwo. Und hier seht ihr schon, es gibt einen Haufen Loot, Handschuhe, irgendwelche Holster, Knieschoner, Rucksäcke, Tiefschutz, Schutzwesten, Masken und natürlich Waffen.
für uns jetzt erstmal noch nichts Interessantes. Vielleicht sehen wir uns mal wieder. Ja, Mann. Würde mich freuen, kannst du mich ja mal zum Kaffee einladen. In dem Café, das es nicht mehr gibt, weil alle tot sind. So. Ja, hey, hast du auch immer so eine Truhe zum Auffüllen der Vorräte. Und dann wollen wir mal gucken hier. Wir verlieren das ganze Viertel. Plünderer sind unterwegs. Sehr viele. In unsere Richtung. Gehen Sie dort in Stellung. Da kommt noch ein Nachtzügler. Agentin Fei Lau, Division. Zur selben Zeit aktiviert wie Sie. Wir sind die zweite Welle, die losgeschickt wird. Ich weiß nicht, was aus der ersten Welle wurde, aber so wie es aussieht, gibt es noch jede Menge für uns zu tun. Wir haben nicht viele Infos und wir können uns nicht erlauben zu scheitern. Nicht, wenn Manhattan abgeriegelt ist und Brooklyn auf der Kippe steht. Leute wie ich und Sie sind die Letzten, die noch die Stellung halten. Mit ein bisschen Glück können wir schon mehr sagen, wenn wir uns mit dem Commander treffen. Über die Gesamtsituation, über die, die die Straßen in ein Kriegsgebiet verwandeln, über alles, was uns helfen kann, unsere Arbeit zu tun. Nun entschuldigen Sie mich. Lieutenant? Officer Hazen und sein Team kümmern sich um die Lageberichte. Wenn Sie einen Krisenherd suchen, wenden Sie sich an ihn. Schließen Sie Ihre Aktivierung am Terminal ab, um Ihren Directive 51 Einsatzstatus und Ihre Ausrüstung zu erhalten. Identität bestätigt. SHD-Ausrüstung aktiviert. Es passiert jetzt, glaube ich, automatisch. Das Ding war, damals zum Launch des Spiels, war das so knackevoll hier, dass man teilweise nicht an den Laptop gekommen ist, wo man das aktivieren sollte. So, wir wollen jetzt aber hier mal uns einen Einsatzbericht anhören. Gott sei Dank, Sie sind da, Agent. So habe ich Brooklyn noch nie erlebt. Wir halten nur mit Mühe durch. Ich bin Ihr Kontakt für Notfalleinsätze. Das ist eine Menge los und das lässt nicht nach. Oh Mann, wenn das hier vorbei ist, habe ich kein Haar mehr auf dem Kopf. Wollen wir nicht hoffen. So. Sie verpassen was. Wir haben ein paar Nebenmissionen bekommen, um die wir uns jetzt kümmern werden. Warnung, Sie entfernen sich aus dem sicheren Bereich. Agent, Plünderer haben die wöchentliche Nahrungsmittellieferung aus dem Verteilzentrum in Brooklyn Heights gestohlen, um sie an Hungernde zu verkaufen. Die wollen nur vom Leid der Menschen profitieren. Holen Sie die Vorräte zurück. Ich hab Familie. Tja, ich nicht. Nicht mehr. Scheiße, von hier kommen wir nicht rein. Jetzt halt schon das Maul. Hier kommen wir rauf. Wir sind leider zu spät gekommen. Mann, den hätte ich gern geholfen. Grafisch macht's einiges her. Vermisste Vorratskiste geortet. Gefällt mir soweit sehr gut, Alter. Hat auch damals Spaß gemacht zu spielen, aber irgendwie, es gab keine Langzeitmotivation. Bin gespannt, wie das jetzt ist. Aber ich denke, mit euch zusammen, Alter, da kann man schon ordentlich Spaß haben hier. Muss bloß aufpassen, dass wir nicht in den Hinterhalt laufen. Markierte Position in der Nähe. Komm schon. Ich sag's doch, da rührt sich nichts. Ich finde das Deckungssystem hier ganz geil gemacht. Ich habe bloß die Anzeigen ausgeschaltet, weil es nervt mich. Na schön, du Genie. Dann zeig mal, wie es geht. Gesichert. Gegner neutralisiert. Nice. Läuft doch bei uns. Warnung. Feindkräfte nähern sich. Bring es hinter uns. Auf die Knie. Das glaube ich nicht.
Momentan läuft alles ganz gut. Aber ich denke mal, es wird deutlich schwerer werden. Denn ich kann mich auch an damals noch erinnern, dass wir riesige Probleme hatten. Nichtsdestotrotz werden wir hier natürlich gucken, Alter, dass wir das alleine alles managen. So eine kleine Challenge haben wir ja, glaube ich, auf dem Kanal noch nie gehabt. Ich hab gedacht, wir können vielleicht noch privat was plündern. Gute Arbeit, Agent. Wir bringen das Essen zu den Leuten, die es brauchen. Ja, ich hab Hunger. Ja, und damit haben wir dann so einen kleinen Einsatz schon abgeschlossen. Jetzt gehen wir aber mal hier ins Menü, denn wir haben hier zum Beispiel einen schützenden Panzer gefunden, den können wir uns anziehen, der hat ein bisschen mehr Rüstung und so weiter und so fort. So kannst du das natürlich für alle Sachen machen, die du so bekommst. Außerdem haben wir, wenn wir ein Stück zurückgehen, hier Fertigkeiten. Ihnen stehen jetzt Fertigkeiten zur Verfügung. Fertigkeiten erweitern Ihr Werkzeugkasten um weitere taktische Optionen. Und zwar haben wir dann einmal, hier unten könnt ihr sehen, auf E, T und Q jeweils Fertigkeiten. Die nächste kommt mit Spielerstufe 5. Wir nehmen als erstes mal wir nehmen den Impulsgeber. Jetzt musste ich echt mal überlegen. Mit dem Impulsgeber werden Feinde und Verbündete markiert. Das ist quasi wie so ein Radar. Außerdem wird unsere kritische Trefferchance erhöht und. Und das Coole ist, dass uns dann angezeigt wird, ob da irgendwo eine Bedrohung in der Nähe ist. So, jetzt wollen wir mal gucken. Wir haben nämlich hier auch eine Karte. Soweit kenne ich mich ja mit dem Spiel noch aus. Und dann können wir uns hier so einen Nebeneinsatz... Wir haben von einer Geiselnahme in einer Bank erfahren. ...raussuchen. Wie es aussieht, gelangen sie durch den U-Bahn-Tunnel ins Gebäude. Sie müssen da reingehen und den Schaden in Grenzen halten. Okay, dann machen wir das. Wären wir ziemlich im Arsch. Kein Problem, Mann. Kein Problem. Zwischendurch immer mal scannen, um zu gucken, ob wir vielleicht irgendwie Loot finden können. Denn es gibt genügend in der Stadt zu finden. Es gibt auch Banden, die rumlatschen und hier Stress machen und. Deswegen, es lohnt sich schon, sich umzugucken. Ich habe auf jeden Fall gehörig Bock drauf und da habe ich schon Schüsse gehört. Na, einmal in die Luft geschossen, damit die da aufhören, Stress zu machen. Nicht, dass sie gegenseitig noch den Kopf einschlagen, sowas brauchen wir jetzt auch nicht. Sieht etwas grün aus, aber riecht nicht so schlecht. So, durch den Tunnel sollen wir rein. Wollen wir doch mal gucken, was da unten zu finden ist. Spooky, spooky. Geht zumindest darum, Zivilisten zu retten. Wollen wir noch mal gucken. Das ist ja eine unserer leichtesten Übungen. Bei uns läuft ja nie was schief. Passt nie. Manchmal. Feindpräsenz entdeckt. Es gibt Besseres. Und der Typ da hat Granaten gehabt. Bereich gesichert. Gegner neutralisiert.
Falls ihr euch wundert und denkt, warum ich immer so rumzitter mit der Maus, das ist tatsächlich, wenn man schießt, dann fängt er an so rumzuzittern. Das ist mit Automatikwaffen noch deutlich schlimmer. Sonst wäre natürlich alles viel zu akkurat beim Schießen und das wäre natürlich auch dann dumm. Und gucken, ich will hier nichts liegen lassen, aber das ist außerhalb. Da können wir nichts looten. Ich wechsle mal lieber aufs SMG. Hallo? Alles okay da draußen? Hey, ist da draußen jemand? Können Sie mich rauslassen? Das haben Sie sehr gut gemacht, Agent. Endlich, oh, vielen Dank. Das war schrecklich. Danke, dass Sie uns stark machen. Ich muss so schnell wie möglich hier weg. Schieb mich einfach beiseite, hey. War mir eine Freude, dir zu helfen, du Arsch. Nun, für so eine Mission bekommen wir natürlich dann immer ein bisschen Erfahrungspunkte. Können hier drin dann noch irgendwas plündern, wenn wir dann irgendwas finden. Außerdem bekommen wir teilweise Waffen oder Mods, also Modifikationen für die Waffen und so weiter und so fort. Man kann auch so ziemlich jede Waffe individualisieren, indem du da nicht nur eine eigene Tarnung anbringen kannst, die du finden kannst, sondern du kannst auch die nach deinen Wünschen optimieren, also mit einem Halfter und sonst was alles. Wir können ja mal gucken. Wir haben jetzt hier ein Sturmgewehr bekommen tatsächlich. Eine M4 Polizeiversion, das ist gar nicht mal so schlecht. Ne? Und die Pfeile nach oben und unten, grün und rot, suggerieren natürlich schon, ist sie besser in der Schadensverteilung und. Wenn wir darauf klicken, dann können wir uns die Waffe nicht nur einmal in Ruhe angucken, sondern ihr seht schon, wir können hier einen eine Optik-Mod anbringen, Magazin, Unterlauf, eine Mündung und ein Outfit. Und da habe ich hier schon ein paar Sachen einfach von damals noch, die hier drin sind. Aber sowas werden wir nicht machen, weil es einfach null lohnt. Ansonsten, Teile haben wir ja noch nicht gefunden. Können wir später kaufen, werden wir bekommen und können wir uns auch selber herstellen. So, jetzt mal gucken. Pistolen haben wir keine bessere bekommen. Aber diese Pistole hat sogar ein Talent. Experte, wenn die Gesundheit des Ziels unter 30% liegt, richtet diese Waffe 100% mehr Schaden an. Sowas ist natürlich immer richtig gut. Ansonsten haben wir nichts anderes bekommen. Fertigkeiten kriegen wir ja erst die nächste auf Stufe 5. Wir sind Stufe 2, haben unsere ersten kleinen Aufträge erledigt. Wie es hier weitergeht, das siehst du, wenn du Bock hast, schon in der nächsten Folge von The Division Solo Challenge, nenne ich es jetzt einfach mal. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut.